Auch bei Frau Höchst muss man nicht allzu viel sagen. 2017 in den 19. Deutschen Bundestag gewählt, Mitglied in zwei Ausschüssen für Bildung, Forschung, Technologiefolgenabschätzung und dann auch Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wir sind uns begegnet vor ein paar Tagen bei der Patriotenwanderung. Sie waren lange Zeit Lehrerin, dann sind Sie in die Fortbildung gegangen. Sie haben auch eine Zeit lang die Regierung beraten bei Bildungsstandards. Und dann kam irgendwo der Augenblick, ich hoffe, ich zitiere Sie richtig, wo Sie gesagt haben, jetzt will ich nicht mehr länger zuschauen, jetzt will ich selber was machen. Ja, also eigentlich begann das ja schon viel früher während meiner laufenden Karriere als, ich sag mal, Amtsschimmel, wo ich die Regierung beraten habe, das ist richtig, und ich habe meistens gegen die Hirnfürze beraten müssen, die eigentlich diesen grenzenlosen Niveau-Limbo weiter befördert haben. Also überraschend kam das für meinen Arbeitgeber, die SPD-Regierung in Rheinland-Pfalz, nicht, dass ich mir plötzlich ein Parteibuch zugelegt habe. Also viele der Maßnahmen, die in den letzten 5 bis 10 Jahren hier in Rheinland-Pfalz in die Bildungslandschaft getrieben worden sind, haben nicht dazu beigetragen, dass Bildung für unsere Kinder gerechter oder besser wird, sondern ganz im Gegenteil. Und nachdem ich eben in meinen Ebenen als A15er nicht durchkam, habe ich eben gesagt, okay, dann muss ich drüber. Dann muss ich irgendwohin in der Entscheiderposition oder zumindest versuchen, irgendwo hinzukommen, wo man vielleicht doch noch etwas bewirken kann, wo man mehr Öffentlichkeit erreicht, weil wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen im Land gesprochen habe, ja, ich bin ja an die Schulen gereist, ich war zuständig für alle Schulen mit Abitur und das sind ja relativ viele in Rheinland-Pfalz und die Kollegen vor Ort waren nicht begeistert über die Maßnahmen, weil sie zu allermeist ihren Erfahrungen aus dem Alltag mehr als widersprochen haben und völlig irre waren. Sie waren lange im Schulbetrieb und Sie haben kürzlich auch einen Tweet abgesetzt, da hieß es, die Grünen nutzen die Corona-Krise, um weiterhin die ideologische Axt an unserem Schulsystem zu legen oder anzulegen. Meine Frage, fängt die Beschränkung der Meinungsfreiheit schon durch Framing in der Schule an? Was ist da Ihr Alltag, Ihre Alltagserfahrung? Da muss ich sogar noch früher anfangen, also durch meine Kita-Erfahrung in Rheinland-Pfalz kann ich nur bestätigen, dass schon in der Kita der Kampf gegen rechts betrieben wird, dass schon in der Kita die Kinder lernen, dass es nicht nur Mädchen oder Jungs gibt, sondern auch noch ganz viele andere Dinge. Und was mich am meisten beschäftigt hat, dieses politische Framing, wo eigentlich auch die Axt an unsere Gesellschaft gelegt wird, das geht in der Kita schon los, wenn man den kleinen Jungs mit 2 Jahren erzählt, du kannst auch ein Mädchen sein. Ja, das sind also so Ungeheuerlichkeiten, wo ich gesagt habe, das muss aufhören, dagegen müssen wir vorgehen. Und das hatte ich eben im Kopf, als ich diesen Tweet abgesetzt habe. In dem Antrag der Grünen war gefordert worden, dass sie noch mehr Theaterpädagogen, Sozialpädagogen und ich weiß nicht was nicht alles an die Schule bringen wollen und für mein Dafürhalten als Mutter von 4 Kindern und ehemalige Lehrerin, hey, die sollen an der Schule lesen und schreiben lernen und rechnen bitte und Naturwissenschaften und nicht noch mehr tralala und ihren Namen rechts und links rumtanzen und Teebeutel werfen und ich weiß nicht was. Was Sie gerade gesagt haben, das erinnert mich an etwas, was mein jüngster Sohn neulich gebracht hat. Der ist 15, der kam aus der Schule nach Hause und sagte, Papa, wenn ich entscheiden kann, dass ich ein Mädchen bin, dann kann ich doch eigentlich auch entscheiden, dass ich 18 bin, dann darf ich jetzt einen Führerschein machen. Sie haben kürzlich darauf hingewiesen, dass 4 AfD-Abgeordnete sich in einem offenen Brief bei ARD und ZDF über die Häufung von Soros-Experten im Programm beschwert haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie selbst dabei waren. Die Frage ist natürlich, haben Sie da eine Antwort gekriegt? Wir ahnen alle, was passiert ist. Ja, wir haben diverse Antworten bekommen und der Haupttenor war einfach, dass das völlig normal ist. Also es ist völlig normal, dass Experten, die von irgendwelchen NGOs über Soros und Konsorten bezahlt werden, Auftritte haben im Fernsehen und uns mit der Meinung ihrer Auftraggeber bedampfen. Also das ist völlig normal und das beschreibt eigentlich die Lage zweifelsohne korrekt. Also kann man nicht anders sagen. Meines Wissens sind Sie auch Kolumnistin bei YouWatch, Journalistenwatch. Inzwischen auch eine größere Plattform im alternativen journalistischen Universum. Welche Erfahrungen machen Sie denn da als Autorin oder Journalistin, auch wenn es dann nur für ein paar Minuten sind? Repression, Unterdrückung von Meinungen, vielleicht Ärger, den Sie bekommen mit dem, was Sie schreiben?
Ach, den Ärger bin ich ja gewöhnt. Also ich gehöre zu denen, die das vierte Mal das Haus beschmiert bekommen haben. Ich weiß nicht, den Reifen zerstochen, die Kinder bedroht, die Eltern bedroht. Ich selber angegriffen in Hachenburg von einer ältlichen Gruppe an Antifanten, so 58 aufwärts. Die haben mich eingekesselt und eine etwas beleibtere Dame hat mich mit ihrer Oberweite immer so angetanzt und mir ins Ohr braune Scheiße gebrüllt. Also das war, Entschuldigung, aber das war wirklich so surreal. Zitat. Ja, es war ein wörtliches Zitat und das war so surreal, als ich das zur Anzeige gebracht habe, wegen, ich habe eine Woche nichts gehört auf dem rechten Ohr und ich war wirklich angewidert von dem Kontakt. Da hat die ganze Polizeiwache gelacht. Aber davon abgesehen, Repressalien dieser Art machen mich nur noch bestärkt in meiner Auffassung, dass hier in diesem Land was völlig schief läuft. Also es gibt Dinge, das sehe ich so ein bisschen wie Gandhi, das läuft ja an einem ab. Also wenn man im Plenum an das Rednerpult tritt, dann kann man von ganz links teilweise Begriffe hören, die kommen in meinem Wortschatz gar nicht vor, aber das wird im Plenum dann geäußert, wenn eine Dame von der AfD nach vorne geht, um dort eine Rede zu halten. Das findet sich natürlich nie im Protokoll, aber es hört eigentlich vorne jeder. Und das ist so unterirdisch, das Niveau ist so unterirdisch, ich weiß gar nicht, wen die damit beeindrucken wollen. Das befeuert manchmal nur etwas die eigene Emotion und die Werf beim Vortrag. Also wenn teilweise die Kommentare da reinkommen, die man natürlich durch das Richtmikrofon nicht in der Fläche hören kann, da wird man schon ein wenig sauer, das muss ich zugeben. Ganz herzlichen Dank, Nicole Höchst. Vielen Dank. Danke.